Hey ho, meine Lieben, ich habe mir heute überlegt, was gibt's Leckeres zu essen und da bin ich so beim McRib hängen geblieben und dann hatte ich hier noch so ein Steinofenbaguette gesehen beim Shoppen und dann dachte ich mir, geil, ich habe ja auch die geile Bowmian, ich kann es immer noch nicht gescheit sagen, Ribsoße von McAllister. Ja, und dann dachte ich mir, das verwenden wir und machen daraus einfach ein geiles Rib Baguette. Und das Ganze im Opti-Grill, der steht schon drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Und wo geht's weiter? Natürlich in eben derselbigen mit dem Hackfleisch und den Schnibbelarbeiten. Auf geht's! Tja, alles was wir dazu benötigen, würde ich mal sagen, haben wir schon hier liegen. Das Baguette, das ist übrigens so ein ziemlich rohes. Das kommt gleich bei 200 Grad in den Backofen rein. Der wird vorgeheizt. Dann wird noch die Zwiebel schön klein geschnippelt. Ja gut, grob klein geschnitten. Ich nehme noch einen Salat mit dazu. Ist ja eine mehr oder weniger Eigenkreation jetzt. Und natürlich Hackfleisch. Das würzen wir mit einem Burger. Na, hier sind wir. Burgermeister. Wenn wir schon bei Mecke sind. Und ja, ich würde mal sagen, ich leg los. Ja, sollte reichen. So, zum Hackfleisch kneten ziehe ich mal wieder meinen Handschuh an. Hau der Ruck. Und da bin ich. Hackfleisch einfach schön durchkneten. Und ja, vielleicht möchte mir ja jemand noch beim Schnibbeln helfen. Na, dann komm doch her. Ich knete, du schnibbelst. Ja, das können wir so machen. Das nicht. Das. Nimm, was du möchtest am Messer. Einmal, zweimal. Gut, ich könnte jetzt noch einen kleinen Sputz von der Soße hier reintun. Das mache ich jetzt noch. Aber nur einen kleinen Sputz. Sputz. Und das war's. Ja Leute, ist einfach so, beim Hackfleisch habe ich einfach gern Handschuhe an. Einfach nur beim Hackfleisch. Fühlt sich einfach besser an. Schaue, dass ich jetzt in drei halbwegs gleich große Kugeln bringe. Jetzt seid's mal ehrlich, auf welche Hände schaut ihr jetzt gerade im Video mehr? Auf eins hier drüben oder auf zwei bei mir? So. Und dann forme ich die Patties, sind ja im Prinzip auch Patties, schon mal so halbwegs in längliche Form, nicht rund, sondern länglich. Einmal. Ich mache jetzt auch nicht diese Rippchenform hier extra neu. Die wird beim Opti-Grill sowieso rausdrücken. So. Tjo, somit werden die Vorbereitungen hier abgeschlossen. Patty soweit fertig. Dann machen wir hier schnell sauber und danach geht es schon hinter uns am Opti-Grill weiter. So Leute,
Opti-Grill einschalten. Ich nehme das scharfe Anbraten mit dazu, gehe aufs Burgerprogramm, drücke OK, warte, bis er soweit vorgeheizt ist und dann kommen auch gleich die Patties drauf. Mhm. Und das Brötchen ist schon, oder das Baguette ist schon im Backofen. Oh, vorgeheizt ist er. Ich habe jetzt die Cam ein klein bisschen weggestellt, damit ich den Backofen noch aufkriege. Dann legen wir hier alle drei drauf. Ich habe das scharfe Anbraten ja an, habe ich ja gesagt. Na, geh runter. Gerade hat er für rosa getutet. Boah, sieht gut aus. Wunderbar. Weiter. Gleich ist soweit fertig. So, durchgebraten. Schalten wir gleich aus. Speisen und Leben, klar, als erstes. So, dann lege ich ihn hier drüben mal zurecht. Das Baguette braucht noch einen klitzekleinen Augenblick und mir hat es jetzt voll ins Gesicht gespritzt. In Frechheit. Oh, wo ist meine Zange? Ich drehe durch hier. Eieieiei. Das war jetzt unangenehm, Leute. Das kann ich euch sagen. So. Das war jetzt sehr unangenehm. Ausschalten, ausschalten! Manchmal ärgert mich das Ding. So, und dann schaue ich nach meinem Baguette. So, meine Lieben, dann wären wir hier soweit. Heiß, heiß, heiß. Egal, dann muss ich jetzt durch. Irgendwie. Oh. Aber es heißt ja nur, wer heiß anfassen kann, kann auch heiß lieben. Oh, ich halte es fest, ich halte es fest, Leute. Aua. Ich probiere es zumindest. So. So. Dann fangen wir an. Na? Ein bisschen Soße unten, damit der Salat auch ein klein bisschen Haftung hat. Ja. Den restlichen Salat tue ich mal auf die Seite, den esse ich morgen auf mein Wurstbrot. Mhm. Jo. Jetzt tun wir natürlich zuerst wieder die Soße drauf, wegen der Haftung für die Zwiebeln. Und ihr wisst ja selber, ein McRib-Essen ist immer eine Sauerei. Und dass da Zwiebeln rausfallen, ist ganz normal. Du kriegst große Augen im Hintergrund. Interessant. Ja. McRib schwimmt eigentlich in der Soße. Mhm. So, jetzt kann ich die Zwiebeln auch noch vom Boden nachher aufsammeln wieder. Ist ja noch nicht so lange her, dass ich das hatte. So.
Und das war der erste. Der ist für meine Manu, mein Engelchen. Dankeschön. Den hier werde ich jetzt vor der Cam erst einmal anknabbern fürs Probiererle. So Leute, und jetzt habe ich mir schon Serviettes hergerichtet und extra nur für meine allerliebsten Freunde, die mich damit ärgern wollten, beziehungsweise damit der Metzger Waschel und vielleicht der Stefan und der Nils schon mal wissen, was auf sie zukommt, wenn sie das nächste Mal bei mir auftauchen. Herzoomen, mache ich euch die Freude. Und da habt ihr die rosa Schürze angezogen. Weil ich habe hier irgendwie das dumpfe Gefühl, dass es hier gleich sehr sapprig wird. Mhm. Jo. Jetzt schau ich mal, wie weit ich heute mein Gosch aufreißen kann. So muss das aussehen. Und so, wenn man nur einmal reingebissen hat und sich die Gosch abwischt, Leute, hammergeil. Die Soße, Zwiebeln, ein bisschen Salat, unten fällt alles raus, macht nichts, wird nachher vom Teller runtergelutscht. Schluck auf kriege ich auch schon. Hey, hört die Kanne mal auf. Einfach nur geil. So, und jetzt wird gemeinsam drüben gegessen und schauen wir mal, ob wir die Manu nachher noch fürs Fazit vor die Cam kriegen. Bis gleich. Boah, Leute, ich muss euch sagen, dieses McRib Baguette war richtig, richtig geil. Finde ich zumindest. Es ist ein schnelles Essen. Und mit den richtigen Zutaten, also sprich die Ribsoße von McAllister und den Burgermeister, sage ich nur, hat hervorragend gepasst. Jetzt gucken wir mal, ob Manu noch kommt. Ja. Einen schönen guten Abend. Das McRib war richtig mega, mega lecker. Gut. Hast du sehr schön Freut gemacht, mich. Mein Schatz. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschaikowski, bis zum nächsten Mal und mindestens ein Video kriege ich mit Manu zusammen noch fertig. Versprochen. Bevor sie leider wieder heimfahren muss. Okay. Ich wünsche euch was. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.